Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, zu Project Zomboid oder Zomboid oder wie man das aussprechen möchte, dem neuen Zombie Survival Game in netter alter Pixelgrafik, sag ich mal. Ich habe das Spiel gestern zufällig auf einem anderen Let's Play Kanal gesehen und Mann, war ich hin und weg. Ich habe mir das vorhin sofort bei Steam geholt, es angezockt und ich dachte, komm, du kannst nicht anders, du musst es einfach Let's Playen. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie als Reserveprojekt aufnehmen werde oder irgendwie zwischendurch mal eine Folge rausbringen werde. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal auf Survival klicken. So, meinen Testspielstand, den lösche ich mal gerade. So, wir fangen nämlich ganz neu an. Ja, wir haben am Anfang zwei Karten zur Auswahl. Die obere, die habe ich jetzt schon zweimal im Test angespielt. Deswegen würde ich sagen, spielen wir mal in der unteren, weil die kenne ich noch gar nicht. So, jetzt können wir uns hier eine Figur erstellen. Wir nehmen mal eine männliche Figur. Ich mache mir ja ein paar mal auf zufällig. Nehmen wir den guten mal hier. Edward Cox. Nennen wir den mal. Er heißt Jeffrey. Jeffrey Jefferson. Genau. Wir spielen den guten Jeffrey Jefferson und er sieht genau so aus. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, hier können wir seinen Beruf auswählen. Arbeitslos. Was haben wir denn hier bei Polizeibeamter? Scharfschütze. Erhöht Genauigkeit mit Schusswaffen. Schnelleres Nachladen. Was ist Wachmann? Nachteule. Benötigt wenig Schlaf. Bleibt extra aufmerksam, sogar im Schlaf. Ich glaube, der gute Jeffrey Jefferson ist ein Wildhüter. Naturbursche, schlechtes Wetter hat keinen Einfluss. Zusätzliche Orientierungsfähigkeit, sehr gut. Genau, unser Jeffrey Jefferson ist ein Wildhüter vom Beruf und hier können wir jetzt noch verschiedene Boni und Mali machen. Ihr seht hier ja, wir haben von den Eigenschaftspunkten, so nenne ich es mal, haben wir plus minus 0. Und wenn wir hier uns jetzt ein paar Mali geben, können wir uns dafür auch ein paar Boni geben. Zum Beispiel Gelegenheitstrinker, wird schneller betrunken. Auf jeden Fall. Unser Jeffrey Jefferson ist auf jeden Fall ein Gelegenheitstrinker. Dann haben wir schon mal plus 2 Punkte. Was kann man noch hier? Kurzsichtig? Ne, auf gar keinen Fall. Schwerhörig. Ne, das finde ich jetzt nicht geil. Feige. Gebrechlich. Schwaches Immunsystem. Übergewichtig, langsameres Laufen, ermüdet schneller beim Laufen. Ja, hier komm, Jeffrey Jefferson, der ist auch ein bisschen übergewichtig. Ach du Scheiße, was mache ich hier nur? Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Gesunden Appetit. Leicht aufbrausend, wird schnell wütend. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir 9 Punkte, jetzt können wir die auch mal... die auch mal hier verballern. Luchsaugen. Schnelleres Sichtbarkeitsfading. Was? Größere Blickdistanz. Ja, als Wildhüter hat man natürlich Luchsaugen. Das ist natürlich normal. So, haben wir noch 3 Punkte. Appetitlosigkeit. Muss seltener essen. Resistent. Weniger anfällig für Krankheiten. Langsamere Zombie-Infizierungsrate. So, nehmen wir das noch. Besonders anfällig für Panikattacken. Ach du Scheiße. Ich glaube, das passt. Komm, starten wir mal. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Kann sein, dass ich ziemlich schnell verrecke am Anfang.
So, hier den Survival Guide brauchen wir nicht. Wir starten auf jeden Fall schon mal in einem Haus. Das finde ich sehr gut. So, Moment. Wie machen wir denn nochmal? So, Moment. Ich muss mir gerade mal ein bisschen was umsortieren. So, das hätte ich gerne hier oben. So, das hier, Moment, Gesundheit. Ich gehe mal auf Info. Das packen wir mal hier fest. Man kann ja auch die Sachen quasi so festpacken, sage ich mal. So, unser Inventar mache ich mal da drunter. Dann gibt es doch noch das Inventar. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Okay, wir sind hier anscheinend in einem kleinen Haus. Hier hinten geht es raus zum Garten, okay. Wie kann man denn... wie hatte ich das denn eben nochmal? Da, genau. Und da ist das Inventar der umliegenden Gegenstände. So, hier festpappen. So, wir sind in unserem Haus. Dann kann es ja quasi losgehen. Schade, dass mein Laptop doch wieder gut abgeht. Ich hatte gehofft, bei dem Spiel geht er vielleicht nicht so ab. So, machen wir uns doch erstmal umsehen hier. Was haben wir denn hier? Wir haben in unserer Küche. So, hier unten können wir sehen, was ist auf dem Boden, was ist in unserem Kühlschrank. Was haben wir denn hier? Ein paar Karotten, Weintrauben, Milchpaket, Zitrone, Zwiebel. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Alter, wie der Laptop... unangenehm heiß. Ruhe dich irgendwo aus, wo du weniger Hitze aus Durst erhöht. Uns ist unangenehm heiß. Ja, dann möchte ich mal sagen, ziehen wir doch mal unseren schicken Pullover aus. So, erstmal hier frei rumlaufen. Uns ist immer noch unangenehm heiß. Haben wir die Heizung an oder so? Ich frage mich gerade, wie speichert man hier eigentlich? Egal. So, ich wollte mir den Kühlschrank gucken. Hier haben auf jeden Fall jede Menge zu essen drin. Das kann da eigentlich erstmal bleiben. Warte mal. So, hier haben wir die drei Sachen. Was haben wir hier? Eine Gabel. Ein Kaffee. Kaffee. Den nehme ich auf jeden Fall schon mal mit, den Kaffee. Leerer Becher. Löffel. Müsli. Oh, Müsli. Müsli nehme ich gerne mit. Genauso wie Schokolade. Nudeln nehme ich auch gerne mit. Hier sieht man unseren Inventarplatz. 3 von 8. Löffel, Weapon, Buttermesser, Gabel. Garbage-Speck. Das kann man, glaube ich, als Rucksack verwenden. Garbage-Speck, den rüste ich mal sekundär aus. Dann haben wir quasi noch einen zweiten Inventar-Slot. Das ist quasi unser Hauptinventar. Und hier haben wir irgendwie ja Rucksäcke oder halt diesen Beutel, den wir jetzt mit uns rumschleppen. Ja. Sollen wir mal ein Buttermesser als Gabel, als Waffe verwenden? Komm, ja. Jetzt haben wir ein Buttermesser. Wenn ich jetzt hier Steuerung gedrückt halte und schlage, dann krabäm, krabäm, krabäm. Dann geht's den Zombies an den Kragen. So, was haben wir noch im Herd hier? Im Ofen gar nichts. Kühlschrank habe ich ja schon reingeguckt. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Mal hier irgendetwas. Newspaper. Den nehmen wir doch mal mit. Lesen ist ja auch gar nicht mal so unwichtig. Man muss sich ja auch mental ein bisschen fit halten. Hä? Jetzt kann ich mich gerade irgendwie nicht mehr bewegen. Okay. Komisch. So, was haben wir hier noch? Hier ist doch noch irgendetwas. Ich sehe das so schlecht. Ach, das ist ein Wandschrank hier. Buch. Das nehme ich doch sehr gerne mit. Kochen für Anfänger. Das Lesen dauert sehr, sehr lange, habe ich gehört. Ich weiß aber nicht. Und Newspaper. Mann. So, ein paar Laken wären nicht schlecht. Man kann hier nämlich auch... Oh, Moment. Sind hier schon an dem Fenster Vorhänge? Vorhang zuziehen. So, auf jeden Fall. Zombies, die können nämlich hier durch die Fenster durchgucken. Und wenn sie mich sehen, dann werden sie auf einmal ganz schnell hungrig. Da kann ich auch Vorhänge zuziehen. So.
Jetzt mir überall die Vorhänge zuziehen. Kann ich das da auch machen? Hier ist auch ein Fenster. Vorhänge öffnen. Nee, die sind schon zu, okay. Etwas durstig. Was ist denn da? Ist es denn in der Ecke nicht noch irgendetwas? Etwas durstig. Dann gehen wir nochmal in die Küche und trinken aus dem Wasser an, wie es sich für echte Männer gehört. Warte mal. Haben wir hier... Nee, einschalten auf gar keinen Fall. Haben wir nicht sowas wie ein... was ist hier denn drin? Irgendwelche Pritschen zum Pennen? Was ist hier? Aha. Folge zuziehen, auf jeden Fall. Nicht, dass sie zumindest sehen. Was haben wir hier noch drin? Socken, sehr gut. Haben wir kein Klo oder so? Okay. Okay. Man sieht hier auch, man hat hier auch nur ein beschränktes Sichtfeld. Ich mache erstmal die Vorhänge zu. So, zwei Schränke. Was haben wir denn hier? Ein Golfschläger. Oh, den nehme ich doch, den nehme ich doch nochmal viel eher als Weapon, die guten Golfschläger. So, damit fühle ich mich ein bisschen sicherer. Gürtel. Den Gürtel nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob ich mir den anlegen kann. Die Kerzen nehme ich mal auch mit. Ein Baseballschläger. Oh mein Gott, ey. Immer her damit. So, 8 von 8. Ich bin voll. Schuhe? Habe ich, trage ich so schon Schuhe? Hm. Schuhe, ja. Ich trage schon Schuhe. Okay. Und Spaß haben wir ja nicht irgendwie einen Wasserhahn oder Toilette oder irgendwie sowas? Oder bin ich jetzt gerade zu blühen mit? Warte mal. Hier ist noch eine Tür. Was ist hier denn drin? Ah! Wunderbar. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen was trinken. Da sieht man schon den Balken fürs Trinken. So, was haben wir hier denn in den Wandschrank? Antidepressiva. Die nehme ich mal mit. Was haben wir hier? Zu schwer beladen. Oh, warte mal, dann tue ich mal den Baseballschläger in meinen Rucksack hier rein. Das Buttermesser, das kann da auch mit rein. Die Bücher auch. Gürtel. Primär ausrüsten, sekundär ausrüsten. Müsli, Newspaper, hier die beiden Newspaper können da mal rein. 3 von 20, immer noch 9 von 8, ich bin immer noch überladen. Die beiden Kerzen können da mal rein, zack, zack. Kaffee, kann ich mit Kaffee nicht irgendwas machen? Nee, okay. Das kann man ja auf dem Klo machen. Man kann aus dem Klo trinken. Sehr gut. So, warte mal. Hier ist doch ein Fenster. Vorhänge zuziehen. Ich will nicht, dass die bösen Zombies hier reingucken können. Was haben wir da? Da liegt doch irgendwas. So, das ist eine Lampe, Leute. Was haben wir hier denn jetzt?